So Leute, jetzt geht's weiter mit Sattenswag 4, das DLC Dünkirchen. Ja, laut den Sternen geht's halt hier, die bekommt man durch, ja, Punkte haben wir schon gesehen. Aber wo was welche Punkte gibt, ich weiß es nicht. Ja, es beschäftigt mich das Ding, ne? Es ist so. Was werden hier die auch verschließen? Sie die Mission ab. Wobei feindliche Infanterien halt zusätzliche Ausrüstung nutzen und eigene Fahrzeuge auf Elite verbessert werden. Ja gut, aber muss ich mir echt nicht antun. So, dann wollen wir mal. Wir haben 2 Punkte. Was würden wir denn kriegen? Tarnung, leichter Auflösung. Wer zu entdecken? Kann man eigentlich irgend sowas hier rausschmeißen? Beispiel das hier. Naja, die sind vorgegeben. Fahrzeug erreichen, Spitzengebiet, uninteressant. Landzeugdecken, gepanzerte Einheiten können sonst. Das ist schon mal ganz gut. Dann holen wir die Granaten mit, würde ich sagen. Weil sonst. Was hätten wir hier? Landzeugdeckung. Hättet ihr denn dann noch verstärkte Sandzeugbunker, Handgranaten? Nee, wir holen das, das passt. Stellen Sie die Luftabwehr am Strand wieder her. Halten Sie den Feind lange genug auf, um die Evakuierung zu ermöglichen. Ja, klingt ja einfach. Wird aber bestimmt ein Höllenritt werden. Können wir von ausgehen. So. So, Schlacht von Dünkirchen, Mai 1940. Oh, das hübsche Schiffchen, okay. Beeilung, Gentlemen! Die Franzosen und unsere Jungs sterben links und rechts, um das Vorrücken der Deutschen zu verzögern. Es dämmert schon und wir müssen noch viele Kameraden evakuieren. Feindlich. Luftangriff! Flakgeschütze bemannen! Achtung! Es kommt auf uns zu! In Deckung, Leute! On the way! Jawohl! Hilfe! Ich bin verletzt! Okay, sieht übel aus. Gentlemen, das Ziel der Operation Dynamo ist die Evakuierung möglichst vieler britischer und französischer Soldaten. Also beeilen Sie sich und tun Sie alles, um unsere Flugabwehr wiederherzustellen. Wo sind unsere Flieger? Warum helfen Sie uns nicht? Affirmative. Sie geben ihr Leben, um weiter weg von den Stränden alles abzuwehren. Feuer! Unser Munitionsvorrat wurde gesprengt. Uns ist die Munition ausgegangen, Sir. Jetzt ist unser wertvolles Bofors nutzlos. Der Feind! Order? Truck reporting for duty. Ja, warum kann ich dich nicht abschleppen? Reporting for duty. Moving. Reporting for duty. Versorgungsfahrzeug, habe ich hier sowas? Can't move! Ja, habe ich. Ach so. Waiting orders. Yes. Hurry up! Deswegen geht das hier nicht. Reporting for duty. Okay. Nicht kommen sehen. Okay, das hätten wir. Sehr schön. Any orders, sir? Orders? Dann mal zum nächsten Punkt. Und zwar zu dir, ja. Got it. Du bist? Any orders, sir? Reparaturfahrzeug. Hurry up! Dann mal los. So, wo ist das Dieses Flakgeschütz hat ziemlich was abbekommen.
Es kann repariert werden, aber wir haben nicht die nötigen Werkzeuge. Könnt ihr uns helfen? So, wäre das erledigt? Any orders, sir? Reporting for duty. Ah, da hinten. Okay. Any orders, sir? So. Affirmative. Moving. Got it. Was soll ich mit dir machen? Ich abschleppen? Ready, sir. Ich soll dich abschleppen? Okay. Yes, sir. Machen wir das doch. Any orders, sir? Ihr wartet hier. Unser Truck wurde beim Angriff getroffen. Könnt ihr unsere Flak Geschütze in Position ziehen? Truck reporting for duty. Irgendwo hin. Das war's? Transport ready. Ah, hier hin. On the way. Reporting for duty. So, ich nehme an, dass ich euch jetzt gleich hier hochschicken muss, weil hier unten gibt es nichts mehr. Got it. Beeilung jetzt! Wir müssen unsere Verteidigungslinie am Rand von Dünkirchen verstärken. Welche Überraschung. Sucht in Häusern Deckung und lasst die Deutschen nicht durch. Hurry up! Okay. Infanterie. Yes, sir. Anti-tank moving. Yes, sir. Infantry on the move. Anti-tank soldier reporting for duty. Yep. Die HMS Ivanhoe ist bereit für den Feuerschutz. Truck reporting for duty. Vehicle is operational. Hurry up! Ready to attack. Vehicle is operational. Kann man euch Sandsäcke geben? Fire! Target in sight. Ready to attack. Any orders, sir? Wow, die hat gesetzt. Und sie hat richtig gesetzt. Reporting for duty. Bullseye. Any orders, sir? Oh, das sind... Der Zerstörer ist feuerbereit. Coordinates, sir? Was das? Orders? Nein, no, nein, no, geht weiter. Die HMS Ivanhoe ist bereit für den Feuerschutz. Hier passiert gar nichts. Jetzt mal ein bisschen besser war. Oh, da kommt noch. Sehr schön. Ihre Artillerie nimmt diese Häuser unter Beschuss. Sie können jeden Moment getroffen werden. Ready to attack.
zieht euch eine Straße zurück und errichtet eine neue Verteidigungslinie. Awaiting orders. Affirmative. Oh, ne, hierhin. Hurry up! Yes, moving, sir. Awaiting orders. Yes. Hier rein. Yes, sir. Yes. Reporting for duty. Hurry up! Any orders, sir? On the way! Ready to attack. Vehicle is operational. Moving. Oh, wir kriegen mal Sterne, wie es aussieht. Ready, sir. Truck reporting for duty. Ich sag ja, diese die Wegfindung, ne? Ich sag's ready ja. To attack. Die HMS Ivanhoe ist bereit für den Feuerschutz. Any orders, sir? Ready, sir. Ready, sir. Awaiting orders. Orders. Machine gun moving. Naja, Infanterie habe ich nicht viel reporting mehr. Reporting for duty. Ready, sir. Moving, sir. Reporting for duty. Yes, it. Moving, sir. Orders. Yes, sir. Awaiting orders. Yes. Target destroyed. HMS Ivanhoe ist bereit für den Feuerschutz. Vor. Zieht euch eine Straße zurück! Und wohin jetzt? Ah, hierhin. Come on! Yes! On the way! Yes! Need ammo, fuel or repair? Ready to attack! Bin ich überhaupt noch Infanterie? Nur mal so nebenbei. Awaiting orders! Mann, dann fahr doch mal schneller! Infantry reporting for duty. Ready, sir. Got it. Ja, also das ist ja wohl ein Witz. Yes, sir. Ich habe jetzt eine Einheit verloren. Orders. Oh, das ist nicht euer Ernst. Verstärkung eingetroffen. Come on. Yes, sir. Die HMS Ivanhoe ist bereit für den Feuerschutz. Ready to attack. We are ready, sir. Reporting for duty. Any orders, sir? Und was machst du jetzt? Was machst denn du da? Orders? Reporting for duty. On the way. Ja. Awaiting orders. So verliert man Einheiten. Affirmative. So
So verliert man echt Einheiten. We are ready, sir. One more. Enemy. Any orders, sir? Orders? Awaiting orders. Reporting for duty. Yes, sir. Yes, sir. Ready, sir. Reporting for duty. HMS Ivanhoe ist bereit für den Feuerschutz. Any orders, sir? Need ammo, fuel or repair? Reporting for duty. Reporting for duty. Oh, das ärgerlich, dass ich diesen einen scheiß Fuckpanzer da verloren habe. Yes, sir. Hurry up! Need ammo, fuel or repair? Yes, sir. Need ammo, fuel or repair? Any orders, sir? Reporting for duty. Feindliche Einheiten gesichtet. Ziel unter Beschuss. Medic moving. Oh, meine Fresse. Das ärgert, das kriegt mich immer noch. Yes. Moving, sir. Gebäude, schnell! We are ready. Es ist Zeit für das letzte Gefecht. Haltet die Deutschen so lange wie möglich auf. Need ammo, fuel or repair. Moving. Ihr fahrt alle zurück. Orders? Moving, sir. On the way. Ja, Infanterie habe ich denn nichts mehr. Ist mir alles für kaputt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Awaiting orders. Feindliche Einheiten gesichtet. Yes, sir. Any orders, sir? Fire! Moving. Verstärkung eingetroffen. Moving, sir. Geh zurück. Die HMS Ivanhoe ist bereit für den Feuerschutz. Come on! Infantry reporting for duty. Infanterie, Ziel unter Beschuss nehmen! Ja, rein. Infantry on the move. Reporting for duty. Und du hier hin. Yes. Fire! Target destroyed. Machine gunner reporting for duty. Target in sight. Yes. Awaiting orders. Yes. Vehicle is operational. Ready, sir. Reparaturfahrzeug. Any orders, sir? Reparaturfahrzeug, manchmal so. Ready, sir. Ja, sowas macht sauer. Moving, sir. Yes, sir. Die Wegfindung ist zum Kotzen. A vehicle is... Fahrt doch da raus! Feuer bereit. On the way. Ja, leck mich am Arsch. Also echt, da fällt dir doch nichts mehr ein. Orders? Any orders, sir? Guck dir das an. Vehicle is operational. Guck dir das an. Ready to attack. Yes, sir. We are ready, sir. Awaiting orders. Eröffne Feuer.
Die HMS Ivanhoe ist bereit für den Feuerschutz. Löscht sie aus! Ja, guck dir das an! On the way. Ey, das ist nicht normal! Das gibt's nicht! Der steht da immer noch. Ziel. Awaiting orders. Feuer. Affirmative. Drei Sterne. Infantry reporting for duty. On the way. Moving. Affirmative. Any orders, sir? Feindliche Einheit. Yes, sir. One more voice with us. Any orders, sir? Fire! Enemy destroyed! Fire at the target! Oh, diese Wegfindung hier, ne? Das macht einen wirklich Killer. Enemy destroyed! Vehicle is operational. Defeat. Da sich ihre Männer so tapfer geopfert haben, konnten wir mehr Soldaten und Verbündete aus der Schlacht evakuieren, als wir jemals gedacht hätten. Diese Wegfindungen hier. Die Schlacht ist ganz cool. Liegt wohl wirklich an den Kills. Ich muss mal jetzt nochmal gucken, was ich das letzte Mal hatte. Das letzte Mal hatte ich, glaube ich, 17. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mal einen Orten und trotzdem habe ich 3 Sterne. Ich weiß es nicht, wie das hier berechnet wird. Ich weiß es nicht. Aber es hat nichts mit den Orden zu tun. Man muss halt irgendwie Punkte machen durch Kills oder so. Ja, scheint so. 42.150. Ich gucke mir jetzt mal die vorne Mission an, was ich da hatte. Und dann wird es wohl daran auch liegen. Ja, jetzt könnte man hier Zusammenfassung, getötete Infanterie, ja. Verloren, ja, Infanterie habe ich alles verloren, Panzer 5, dadurch muss man noch dazu sagen, verlorene Panzer habe ich ja, ich glaube, einen Panzer oder sogar zwei durch meine eigene Artillerie verloren und durch die Wegfindung sind mir dann auch einige Panzer verloren gegangen. Ja, also die Wegfindung ist echt eine Katastrophe, also ganz ehrlich. Freitag, 7. Juni 1940. Als Kinder in Harwich saßen wir oft in freudiger Erwartung am Halfpenny Pier und warteten darauf, dass Schiffe in den Hafen einlaufen würden. Das war eine schöne Zeit. Doch ich glaube, ich habe mich noch nie so wie in den letzten Tagen darüber gefreut, Schiffe am Horizont zu sehen. Militärboote, Fischerboote, Schlauchboote, Fähren, hunderte von ihnen, die durch die kalten Wellen des Ärmelkanals strömten, um in allerletzter Minute Tausende zu evakuieren. Meine Männer, oder was von ihnen noch übrig war, waren unter den Letzten, die gingen. Wir hatten tagelang im Randgebiet der Stadt gekämpft und uns Stück für Stück zurückgezogen, während die Deutschen vorrückten.
waffentechnisch unterlegen, in der Unterzahl und fast ohne Munition und Vorräte versuchten wir, sie so lange wie möglich zurückzuhalten. Und ich denke, dass wir mit der Hilfe Gottes und des Königs Wunder vollbringen konnten. Viele Leute verdanken meinen Jungs ihr Leben. De Gaulle versuchte erfolglos, die Belagerung bei Abbeville mit seinen Panzern zu durchbrechen. Sein Mut ist jedoch lobenswert. Und die Panzertaktiken funktionierten auch mit britischen Panzern gut. Ich sollte mich besiegt und gedemütigt fühlen. Doch so ist es nicht. Wir konnten in den letzten Tagen über 300.000 Soldaten retten. Und alle von ihnen sind fest entschlossen, zurückzukommen und die Deutschen wieder in ihre Höhle zu jagen. Die kleinen Schiffe von Dünkirchen sind ein Signal der Hoffnung und eine Erinnerung daran, dass der Wille der freien Menschen irgendwann alles überwinden wird. Damit endet das DLC von Dünkirchen. Bisschen auf deutscher wie auf alliierter Seite halt auch. Ich fand das DLC ganz gut. Meine Kritikpunkte gehen allgemein an dem Spiel momentan. Das ist, wie läuft das genau mit den Sternen ab, mit den Punkten ab. Also mit den Sternen weiß ich mittlerweile, es wird wohl an den Punkten liegen. Jetzt ist herauszufinden, kriegt man mehr Kills durch die Punkte oder... Das wird noch etwas, was mich so beschäftigen sein. Und was ich hart kritisiere, ist diese Wegfindung. Das hat man jetzt wieder gesehen. Da fahren der Panzer einfach da, also ist ganz schlimm. Du gibst dem Panzer Befehl, fahr da hin und dann macht der nichts. Und das ein paar Mal. Ja, und das kann halt echt übelst einen auf den Keks gehen. Ansonsten ist dieses Spiel top. Gibt's nichts drüber zu meckern. Es sind halt diese Sterne-Ding. Wenn man das rausgefunden hat, wäre das auch ganz toll. Aber diese Wegfindung, also hab bis jetzt kein Mittel, was ich da machen könnte bei dieser Wegfindung. Bin ich momentan noch ratlos. So, was starten wir denn als nächstes? Leute, ich habe vor, Pazifik zu machen, weil ich echt Bock, dieses Pazifik hier zu machen. Ich wollte ja eigentlich Afrika machen, aber machen wir Folgendes. Wir machen Pazifik, machen Finnland-Winterkrieg und als letztes werden wir dann Afrika-Krieg machen. Ich denke, das können wir so machen. Finnland-Winterkrieg, wie viel gibt es denn da? Wir können auch auf finnischer Seite kämpfen. Moment, wie viele Missionen gibt es bei den Finnen? 1, 2, 3. Und bei den Sowjets? 1, 2, 3. Okay, wie sieht es denn bei Afrika aus? Das ist, glaube ich, ein bisschen größer, obwohl auch 3. Auch 3. Also auch eine viel größer. Pazifik war dann das große, ne? Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Also da haben wir einiges zu tun. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann werden wir als nächstes auf jeden Fall Pazifik starten. Da habe ich jetzt Lust drauf. Bin mal gespannt, wie das ist. Und dann werden wir Finnland und dann kommt Afrika. Das war's für den Part. Und die Originalkampagne habe ich euch schon mal gesagt. Die würde ich eh nochmal spielen auf normal. Ich habe die jetzt einfach mal auf einfach gespielt, um halt auch mal in das Spiel reinzukommen. Ich habe gehofft, dass auf normal vielleicht die Wegfindung dann doch einfacher ist. Aber nee, kannst du vergessen. Ist eine Katastrophe. Und das mit den Sternen hat sich auch noch nicht erklärt. Aber so langsam kommen wir da dahinter. Mit der Wegfindung, glaube ich, werde ich wohl mich bis zum Ende damit rumärgern müssen. Okay, dann war's das von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.